Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Und nicht nur einen schönen guten Morgen von mir, sondern auch von der Barbara, die aus gesundheitlichen Gründen ja nicht dabei sein kann. Sie entschuldigt sich an dieser Stelle und wir haben uns über das Thema Briefing unsere Gedanken gemacht, weil das uns alle betrifft. Warum haben sich Barbara und ich für dieses Thema entschieden? Wir haben gesagt, als wir uns getroffen haben, waren wir der Ansicht, du, wir müssen mal eigentlich gemeinsam einen Impulsvortrag halten. Was sind denn da so Themen, die alle bestmöglich interessieren könnten, die so tagtäglich eigentlich sind oder fast sozusagen im Daily Business vorkommen? Und wir waren dann relativ schnell der Ansicht, dass es eigentlich das Briefing ist. Das Briefing, das auf verschiedenste Art und Weise auf uns kommt. Also ich meine jetzt nicht, ob das jetzt persönlich oder schriftlich jetzt vorgetragen wird, sondern das Briefing, wie es formuliert ist. Und ein Briefing, wir haben es dann so gesehen, eben ein Briefing ist eigentlich so etwas wie eine Weichenstellung. Es ist sehr entscheidend, wie wir auf dieses Briefing schauen, weil das, was der Kunde hier jetzt von uns möchte, ist sehr entscheidend für einerseits die Zielsetzung. Was steht da drinnen? Und welche Erwartungen legt der Kunde an sich selbst zunächst einmal? Was steht da drinnen und wie können diese Ziele eigentlich auch uminterpretiert werden? Also sehr wichtig für die Zielsetzung. Und Briefings entstehen ja auch eigentlich dann, wenn es um Komplexität geht. Wenn ein Auftrag, also ich habe noch kein Briefing gesehen, wo es jetzt rein um eine Pressemitteilung geht. Also es geht um etwas Größeres Ganzes und etwas Komplexes. Und was so Komplexität mit sich bringt, ist auch, dass hier erst der Erkenntnisgewinn am Weg dann auch höher wird. Das heißt, ach, hätten wir das doch am Anfang gewusst, dann wäre uns das nicht passiert. Also es geht auch um Ressourcen. Ich will jetzt nicht gleich sagen Ressourcenverschwendung, aber um den richtigen Einsatz von Ressourcen. Materialeinsatz, Personaleinsatz, terminlich, zeitlich natürlich. Monetär, budgetmäßig. Also man kann durch das vorzeitige Abgreifen und Abstecken von Inhalten aus diesem Briefing schon gut unnötige Ressourcen vorwegnehmen und sagen, da möchte ich noch mal nachhaken, da möchte ich rein, da möchte ich noch mal nachspüren, wie Sie diese Inhalte denn, lieber Kunde, oder danke für diese Anfrage. Briefings sind ja auch oft Anfragen oder Einladungen zu Pitches, damit hier möglichst zielgenau und möglichst ressourcenschonend die Arbeit oder die Zusammenarbeit begonnen werden kann. Und das ist eigentlich meine wichtigste Folie, gleich zu Beginn: Skepsis. Ich möchte euch heute in diesem Impulsvortrag vermitteln oder euch ans Herz legen, seid skeptisch. Skepsis hat bei uns, glaube ich, einen eher negativen Geschmack. Also das heißt nicht, seid misstrauisch. Skepsis kommt rein etymologisch aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als schauen, spähen oder betrachten. Ich möchte euch ans Herz legen, dass ihr auf einer gewissen Metaebene diesen Blick über ein Briefing euch anlernt. Diese Perspektive wirklich von oben drauf schauen, was seht ihr da, was seht ihr da nicht, was unterlässt der Kunde und worauf legt er auch besonders seinen Wert darauf. Es geht mir also gar nicht darum, jetzt schön das Briefing einmal eins eines vollständigen Briefings abzuprüfen und zu sagen, da fehlt die Zielgruppe. Da ist der Ist-Zustand noch ungenau beschrieben, was ist mit dem Mitbewerb und so weiter und so fort. Ihr kennt das sicherlich. Es geht mir so darum, was beobachtet ihr? Beobachtet ihr eine sehr akkurate Darstellung des Mitbewerbs? Komisch, der Markt ist gar nicht oder die Zielgruppe ist sehr spärlich nur ausformuliert. Warum ist das so? Also diese Skepsis, dieses Schauen auf das Briefing aus einer gewissen Metaebene oder wie es auch der Andreas gesagt hat, zwischen den Zeilen, ja, je größer der Zeilenabstand, desto mehr Platz findet es auch für Interpretationen. Und da bin ich auch schon wieder beim nächsten, die Interpretation. Wir lesen oder wenn es euch wahrscheinlich auch so geht, nehme ich an,
ihr lest ein Briefing und habt dann gleich mal so eine Vermutung, Moment einmal, da will doch jemand nur dieses oder jenes. Oder hier möchte jemand versuchen, möglichst schnell an sein Ziel zu kommen. Das sind aber alles Hypothesen unsererseits. Und diese Hypothese, will er das wirklich so schnell haben? Warum will er das so akkurat haben? Wer steckt noch dahinter? Gibt es Entscheider? Gibt es welche Entscheider? Das ist alles in einem Gespräch, entweder persönlich oder per E-Mail in einem Rebriefing zu machen. Die Beweggründe für ein Briefing sind natürlich auch mannigfaltig. Ich habe da jetzt nur ein paar aufgeschrieben, das geht natürlich weiter. Geht es darum, das kann man per se aus den Zeilen, die sie übermittelt bekommen, den kann man das nicht rauslesen auf diesen 5 oder teilweise auch 20 Seiten. Aber die Briefings, die ich so in den letzten Jahren erhalte, also ich glaube, keines geht über die Seite 3 hinaus. Also es ist eigentlich per se sehr kurz. Da steht natürlich nicht drin, ja, eigentlich, wissen Sie, will ich nur den Anbietermarkt evaluieren. Oder wir brauchen das einmal zur weiteren Entscheidungsfindung. Wir wollen Veränderungen anstoßen. Es ist Teil unserer Jahresplanung. Und wir wollen etwas mehr haben. Darum habe ich das bewusst hier ganz unten fett hingeschrieben. Jedes dieser Briefings geht eigentlich darauf hinaus, wir wollen mehr Image, mehr Reichweite. Helfen Sie uns doch, liebe Agentur, liebe Kreative, helft uns doch bitte, mehr von etwas zu bekommen. Und genau da ist meine Erfahrung, dieses mehr, darum, das ist sehr unspezifisch. Das ist eigentlich, ich würde sogar jetzt einmal sehr, 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 gar nicht übertrieben sagen, das kommt eigentlich nie vor, dass es eine genaue Erfolgsmessung gäbe, also KPIs oder auch einfach, wir möchten Sie damit beauftragen, damit wir, ich sage jetzt was, 20% mehr Kunden ins Geschäft bekommen. Also ich kenne solche Briefings nicht, sondern wir wollen etwas mehr erreichen, irgendetwas an mehr. Und da möchte ich gleich darauf hinweisen, dass der Kunde es möglicherweise, vielleicht steckt auch eine Absicht dahinter, dass er das noch gar nicht artikulieren will oder, das kann es auch sein, schlichtweg einfach ein Unvermögen da ist. Er kann es noch gar nicht, aus welchem Grund auch immer. Er kann das noch gar nicht genauer artikulieren. Jetzt liegt es an uns, genau das nachzufragen. Diese Erfolgsmessung oder dieses Soll, wo er gern hin möchte, ist natürlich Teil des Briefings. Was auch Teil des Briefings ist, ist der Ist-Zustand. Also wie unzufrieden ist denn die Kundschaft denn überhaupt oder der Interessent dafür? Und in einem Rebriefing, also unsere Aufgabe, ist es jetzt ganz besonders, ich komme wieder zu dieser Skepsis und dieser Schau auf Metaebene, wo genau liegt denn die Energie dieses Briefings? Mit Energie meine ich jetzt die Aufmerksamkeit, wo zwickt denn der Schuh denn mehr? Sie werden aufgrund dieser Zeilen, die hier formuliert sind und aufgrund der Geschichte, die Sie dann durch die Fragen, ich komme dann gleich darauf, durch die Fragen, die Sie hören, sehen, aha, da beschreibt jemand sehr genau seinen unzufriedenen Zustand, aber wo es denn genau hingehen soll, das ist nicht so gut ausformuliert. Oder das ist weder den, nicht nur euch als Auftragsannehmer, sondern auch dem Kunden möglicherweise noch nicht so klar. Das heißt, je nachdem, wie Sie sich das eben wie ihr euch das von eurer Betrachtungsweise jetzt als erstes auffällt, was fällt euch als erstes auf, ist es, die Maßnahmen, wie wollen wir das schaffen? Kanäle, Formate, sehr genau, sehr akkurat schon beschrieben. Wie wollen wir das Ziel erreichen? Also ist der Weg schon sehr, sehr, liegt die Betonung auf dem Weg, auf den Maßnahmen? Liegt die Formulierung sehr gut auf den Sollzustand? Da wollen wir hin, auf die Zielerreichung? Oder wird einfach das Bedürfnis sehr, sehr, sehr gut beschrieben. Oder es geht gar nicht ums gut beschrieben, sondern wo liegt das Augenmerk, wo liegt der Fokus in diesem Briefing? Und genau da setze ich dann an. Dann rufe ich den Kunden an und schreibe, was mir aufgefallen ist, dass sie sehr akkurat oder sehr, sehr, sehr genau beschreiben, wo sie gerade stehen, wo es hingehen soll,
kann es sein, dass Sie hier noch Hilfe benötigen? Ja, da benötigen wir noch Hilfe. Da wissen wir selber, ihr seid ja die Kreativen. Ich glaube, das hören wir ja auch oft. Ihr seid ja die Kreativen. Helfen Sie mir, das besser zu machen. Also es kann ein Stück von Unvermögen sein. Es kann aber auch ein Stück sein von, wir wissen einfach es selber noch genau. Und deswegen kommen wir ja genauso Ihnen. Nur steht es im Briefing noch nicht drin. Jetzt bin ich wieder bei diesen zwischen den Zeilen lesen. Ah, da geht es um eine Hilfestellung, was es denn genau zu erreichen gilt. Oder wie wir genau dahin kommen, das wäre dann der Weg. Oder wo zwickt denn der Schuh genau? Wir haben uns da ein Fragensetting angelegt und auf das komme ich noch später. Ein paar typische Beispiele aus den vergangenen Monaten. Ich zeige immer nur einen kleinen Abschnitt her. Wie gesagt, die Briefings gehen meistens kaum über 2 oder 3 Seiten hinaus. Hin und wieder gibt es noch Anhänge und dann kommen solche Dinge vor wie hier. Zum Beispiel Punkt 2, Zielgruppen. Bitte beide berücksichtigen, die allgemeine Bevölkerung und zukünftige Fachkräfte. So, jetzt könnten wir natürlich sagen sofort, das ist ja keine Zielgruppenbeschreibung. Ja, wie man es nimmt. Das kann man sich jetzt mal herauspicken und so und wiederum aus dieser Metaebene sich fragen, warum ist das so? Warum sind die Zielgruppen eigentlich nur sehr reduziert so beschrieben? Da kann man natürlich nachfragen, das wäre die eine Möglichkeit, aber zunächst einmal sich fragen, warum? Warum geht es um diese 2 und warum ist das so knapp formuliert? Welche Gründe hat das? Ein weiteres Beispiel, Kommunikationsziele. Wenn ich an die Firma X denke, dann soll sie mir als allererste einfallen. Positionierung als sicheres, wertstabiles Unternehmen. Wir sind modern, wir sind dynamisch und so weiter. Ihr kennt das sicherlich. Wir wollen unverwechselbar sein und wir wollen unser Image festigen. So, jetzt hier wiederum auch der Sollzustand ist nur vage beschrieben. Warum ist das so? Wie ist der Fokus auf diesen ganzen Zeiten aufgelegt? Ich greife auch hier schon voraus. Die Zielgruppe ist nicht nur in diesen 3 Zeilen, sondern auch in einem großen Anhang mit Umfrage, Analyse und Tools ist das sehr genau beschrieben. Und da wieder auf der Metaebene haben wir gesagt, wahnsinnig interessant, diese ganzen Umfrageergebnisse. Wahnsinnig interessant, aber sind sie auch für das zu erreichende Ergebnis relevant? Und wie wird auch entschieden? Das kommt in weiteren Punkten dann auf diesem Briefing vor. Ah, Sie haben 10 Minuten Zeit, es geht um einen Pitch, denke ich mal, okay, dann sind also diese Zielgruppen zwar der Vollständigkeit halber in dieses Dokument mitgerutscht, aber zahlen Sie denn auch so auf dieses Kommunikationsziel aus? Was reicht mir? Was ist einfach ausreichend für meine Zusammenarbeit? Und was muss ich wissen, was die eigentliche Motivation des Auftraggebers ist? Oder hier geht es noch um meine Webseite, wo schon für mich herauszulesen war, wir überlegen mal in Zukunft eine weitere Sprache. Wir werden vielleicht auch einen Webshop haben. Also alles noch sehr, sehr vage, wo ich mir denke, gut, weiß es der Kunde einfach noch nicht genau, die Ist-Situation wurde auch hier nur so vage beschrieben, dass ich dann in einem Anruf und durch meine Fragestellungen herausgefunden habe, okay, neue Geschäftsführung, es soll einfach anders werden als bisher. Ich fand nämlich persönlich auch die Webseite ziemlich gut. Und wir müssen das Ganze, also das war sehr geschäftsführergetrieben. Es war eigentlich eine sehr interne Motivation dahinter. Und im zweiten Schritt kam dann auch noch weitere Motivationsgründe heraus, Pensionierungswelle, wir haben Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, aha, und dazu soll also die Webseite jetzt gut sein, die soll euch also eine Hilfestellung leisten für diese eigentlichen Probleme. Und diese Probleme, diese Aufgabenstellung, die waren in diesem Briefing nicht zu finden. Also durch mein Nachfragen bekam ich ein irrsinnig schönes Gesamtbild, eine Geschichte zu dieser eigentlichen Anfrage, ich brauche eine Webseite. Und da
war dann, die Barbara und ich haben es auch schon angekündigt, auch für uns der Grund da zu sagen, wir wollen euch ja auch heute ermutigen, aus einer Wirksamkeitsbrille heraus. Kann ich denn hier mein Bestes geben, wenn ich dem jetzt eine Webseite anbiete? Ich sage es, in diesem Fall habe ich gesagt, ich horte da ein anderes Problem. Wenn Sie das gerne bearbeitet haben wollen, dann gerne würde ich Sie betreuen. Aber die Webseite selbst, die ist sehr, sehr technisch, sehr, sehr, muss sehr funktionelle Leistungen erbringen. Da sind Sie bei mir nicht richtig. Also diesen Mut und diese Haltung auch sich anlernen oder diese Haltung haben, auch zu einer Anfrage, jetzt nicht aus, das rechnet sich nicht aus budgetären, monetären Gründen, sondern aus inhaltlichen Gründen, auch zunächst einmal abzulehnen oder, ich glaube, das ist ja auch jetzt ein großes Thema, in Kooperationen anzubieten. Ich habe schon viel von Metafragen gesprochen und ich ermutige euch nach dieser Skepsis-Folie auch dazu, euer eigenes Fragensetting anzulegen. Das machen wir schon seit Längerem. Wir tun uns tatsächlich diese Fragen abspeichern. Eine unserer Lieblingsfrage ist, warum jetzt gerade? Also das Problem besteht möglicherweise, ich bleibe bei dieser Webseite zum Beispiel, die Webseite ist so furchtbar, denke ich mir, ja, warum ist sie jetzt furchtbar, wenn sie, die hat vor einem Jahr auch so ausgesehen und hatte auch diese Inhalte. Also warum ist dieser Drang oder dieses Bedürfnis jetzt größer als noch vor einem Jahr? Furchtbar war sie voriges Jahr auch schon. Also wie kam es dazu und warum jetzt gerade? Auch sehr schön, wenn es mehr um dieses Ausformulieren des Ziels ist, warum sollte es, was sollte unbedingt besser sein als vorher? Eine sehr schöne Frage, die wir gerne in den Raum werfen. Für euch selbst wiederum eher, was wird nicht getan? Was wird in diesem Briefing unterlassen? Was sieht man hier nicht? Auch das gibt Aufschluss, was möglicherweise, also gibt Aufschluss auf die Motivlagen, auf die Motivationsgründe, dieses Briefing so an euch zu formulieren. Auch klassisch, ihr habt das an den drei Beispielen vorhin gesehen, was ist generisch, was ist spezifisch? Ich würde jetzt nicht verurteilen, generell Allgemeingültigkeit, um Gottes Willen, es muss alles so konkret wie möglich sein, aber warum ist es das eine extrem allgemeingültig und warum ist das eine so extrem konkret ausformuliert? Was steckt da dahinter? Welche Personen sind involviert und wer entscheidet? Ganz wichtig, kann man oft aus dem Briefing auch nicht herauslesen, welche Entscheider, gibt es irgendwelche Vertriebsleiter, die hier plötzlich zu Wort kommen oder sind es Privatpersonen, um dessen Meinung dann gebeten wird und auch Briefings oder eben Ressourcen hier ganz schnell ausufern lassen. Und habe ich auch zu Barbara gesagt, ja stimmt, es ist auch so, kann auch schon viel den Kunden erzählen lassen, warum sind sie gerade auf uns gekommen? Der erzählt, die Interessenten oder die Kunden sind hierbei sehr, kommen sehr gut ins Geschichten erzählen und hören sie da genau hin, was sie da zu hören bekommen. Dann kann man diese Motivlagen, was zwischen den Zeilen steht, noch besser heraushören. Ja, das Thema habe ich vorhin erwähnt, also Haltung und Mut, also Zeit, sich auch überlegen, ist hier eine konstruktive, also zunächst einmal produktiv enttäuschen. Habe ich Zeit für eine konstruktive Ablehnung? Ist es eine Kooperation wert? Möchte nur der Vollständigkeit halber noch erwähnen, ja, natürlich den Basischeck, also was muss unbedingt drinnen stehen, da gibt es natürlich eine Vielzahl an Angeboten. Wir verwenden wie hier zum Beispiel gerne dieses Blitzbriefing, vielleicht kennt es jemand, also mit so einem Kartendeck zu arbeiten, wo man generell nochmal abklopft, den Archetypen, die Nutzenmerkmale, die Leistungsmerkmale, die Zielgruppe so genau wie möglich zu beschreiben. Was brauchen Sie denn dafür? Ne? Wegbeschreibung, Maßnahmen, alles in diesem Kartendeck enthalten. Wir verwenden das zum Teil sehr gerne, dann wiederum nur ein Teil des Decks. Das ist situativ. Also ich kann nicht sagen, bitte gehen Sie jetzt
Die Briefing-Angaben, ich möchte auch für den Werbemonitor hier ein bisschen Werbung machen, das 1x1 ist wunderbar, also für das faktische Abarbeiten der Punkte helfen all diese und alles, was ihr im Internet findet darüber, Fischfeld-Checkliste, Briefing, geht über 14 Seiten, sowas Elaboriertes habe ich überhaupt noch nie gesehen. Wunderbare Sache, aber es geht mir nicht um, in der Rebriefing-Phase, holt euch so viel oder seid so vollständig wie möglich. Seid auch zufrieden mit einer Unvollständigkeit. Es geht mir nicht um möglichst vollständig zu sein, sondern die Motivationsgründe und die Zielabsichten zu erfahren. Also werdet Fragensammler. Wir legen uns das wirklich bei uns in einer Cloud an, in einem Dokument und sagen dann, weil ihr habt alle sehr spezifische Leistungen anzubieten, von Social Media über Performance Marketing, Film und so weiter, werdet noch speziellere Fragen für euch, für eure konkrete Dienstleistung haben. Legt euch Fragen an, die der Kunde aufgrund seiner Absicht und aufgrund seines Unvermögens, er kann es nicht besser, es ist nicht seine Komfortzone, einfach noch nicht im Briefing erwähnt. Das ist euer Job. Schärft das Briefing dahingehend, dass ihr bestmöglich seine Absichten umwandern könnt, wie ich es hier geschrieben habe. Und das ist jetzt mein Takeaway. Also Fragen sammeln, seid skeptisch, lebt auch mit dieser Unvollständigkeit oder wie ich jetzt gerade gesagt habe, mit diesem Unvermögen oder das ist auch nicht die Komfortzone unseres Interessenten, unseres Kunden. Ich bin auch kein Häuselbauer, ich würde sicherlich grottenschlechte Briefings an einen Baumeister sicherlich machen. Also auch hier lege ich noch einmal den Fokus drauf. Empathie und Lösungsorientierung über die Projektanfrage hinaus. Geht es da wirklich um den Film oder um die Webseite oder um die Kampagne oder geht es da um mehr? So, ein eigenes relevantes Fragenset aufbauen. Darauf bin ich schon eingegangen. Ja, und somit wünsche ich euch, darum geht es eigentlich im Kern, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den nächsten Briefings, bei diesen Fragen. Also nicht nur ich, sondern auch Barbara und ich. Vielen Dank. Thank you.